Angesichts der Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Iran stellt sich die Frage, wer hat recht? Die Aktienmärkte, die bisher nur sehr, sehr moderat verloren haben. In China sehen wir sogar steigende Aktienkurse. Der Shanghai Composite das erste Mal seit April über der 3000er-Marke. Wir sehen, dass andererseits der Nikkei doch deutlich verliert, fast 2%. Aber auch die Verluste am Freitag doch sehr moderat insgesamt an den Aktienmärkten. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass Gold jetzt deutlich zulegen kann. Höchster Stand seit dem Jahr 2013. Wir sehen, dass der Ölpreis fast 3% gewinnt. Angesichts der, wie gesagt, eigentlich eskalierenden Situation, die darauf hinausläuft, dass faktisch ja diese Ermordung des iranischen Generals Soleimani natürlich eine Art Kriegserklärung war aus Sicht des Iran. Das ist gar nicht so schwer nachvollziehbar. Schauen wir uns mal die Dinge an, wie sie derzeit aussehen, wie derzeit die Lage ist. Wir haben hier die Aussagen des Iran, dass man nicht mehr sich an Begrenzungen der Urananreichungen halten wird. Damit ist sozusagen dieser Atomdeal, der von den Amerikanern ja gekündigt wurde, sowieso Geschichte. Wir haben Raketen, die in Bagdads grüner Zone eingeschlagen sind, ganz in der Nähe der amerikanischen Botschaft. Wir haben eine Attacke auf eine kenianische US-Basis. Wir haben Aussagen von Donald Trump, der von einem disproportionate Gegenschlag spricht, also von einem unvergleichlich stärkeren Gegenschlag spricht, wenn die Iraner amerikanische Einrichtungen oder Amerikaner attackieren. Genau das ist ja eigentlich passiert. Und wir sehen, dass gestern das irakische Parlament gesagt hat, wir wollen, dass die amerikanischen Truppen abziehen. Jetzt sagt aber Donald Trump, ja, wir werden nicht den Irak verlassen, denn wir haben hunderte von Milliarden an Kosten gehabt für unsere Militärbasen seit vielen Jahren. Und das müsse der Irak erstmal zurückzahlen. Das sei das Mindeste. Wenn das nicht passiert, dann werden wir sie mit Sanktionen belegen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Unverhüllter kann man eigentlich nicht sagen, was faktisch die Tatsache ist, nämlich dass man hier Macht ausübt. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner da sind, weil sie das irakische Volk so unglaublich lieben, sondern weil der Irak eben strategisch wichtig ist. Schauen wir uns mal neben dem Irak einige Basen an. Hier sehen wir in Saudi-Arabien, das sind amerikanische Stützpunkte. Hier sehen wir Pakistan. Wir sehen also, dass sozusagen hier der Irak nur eines der vielen Brennpunkte amerikanischer Präsenz ist. Das erklärt, warum solche Basen so immens viel Geld verschlingen, warum die Amerikaner einen so unglaublichen Wehretat haben. Das ist also jetzt die Situation. Und was kann jetzt eigentlich passieren in dieser Situation? Wir könnten zunächst mal praktisch den Kollaps der iranischen Wirtschaft haben, wenn jetzt wirklich Angriffe kommen, wie von Donald Trump gedroht, dass praktisch die iranische Wirtschaft dann vollends kollabiert. Da sagt ein Analyseinstitut, nämlich Capital Economics, dass wir dann etwa 0,3% des weltweiten BIPs verlieren würden. Wir könnten einen Anstieg der Inflation sehen von 3,5 bis 4%, wenn die Ölpreise weiter nach oben gehen. Das würde die Konsumneigung der Menschen natürlich dämpfen, weil sie höhere Kosten haben für Benzin etc. Wir würden dann sozusagen einen Stimmungsumschwung bekommen, der eben auch für die Aktienmärkte negativ sein würde. Also da ist ein ganzer Rattenschwanz dran, der an dieser Frage hängt. Anders als die Chinesen, die ja sehr rational agieren, die im Grunde erstmal Frieden haben wollten mit den Amerikanern, lasst uns erstmal in Ruhe, damit wir unsere eigenen Schwierigkeiten, die wir wirtschaftlich haben, so ein bisschen in den Griff kriegen, sind eben die Mullahs in Teheran im Prinzip Apokalyptiker, die durchaus bereit sind, den Märtyrertod zu sterben. Das ist der Unterschied zwischen China und der Führung in Iran, die eben sozusagen notfalls auch bereit ist zu sterben. Und das ist vielleicht das, was die Amerikaner so ein bisschen falsch einschätzen, dass man glaubt, naja, die werden ja nicht bereit sein, sich selbst umzubringen. Das war zumindest der Tenor eines Politico-Artikels, aber sie sind es nach meiner Auffassung schon. Deswegen ist diese ganze Geschichte so schwer einzuschätzen. Es gibt so ein bisschen Erinnerungen an das, was vor 106 Jahren passiert ist, damals mit der Ermordung, dem Anschlag auf Franz Ferdinand, den Österreicher. Das ist damals praktisch der Anfangspunkt gewesen des Ersten Weltkriegs. Wir haben eine ähnliche Situation jetzt auch wie damals unter Bill Clinton.
der damals eben auch sagte, er müsste jetzt mal Airstrikes, also praktisch Luftangriffe gegen den Irak, vollführen. Auch das war während eines Impeachment-Verfahrens interessanterweise. Also wir sehen, dass hier die Dinge doch sich ein bisschen ähneln. Und wir sehen, dass wir Ähnlichkeiten haben jetzt auch hier, während wir jetzt im Vergleich beim Nasdaq zwischen heute und dem Jahr 1999 bis 2001, also der Dotcom-Bubble, da sind wir jetzt schon ein gutes Stück gelaufen, ganz ähnlich wie eben im Jahr 1999 bis 2001. Wir hätten noch ein Stück weit Strecke, aber jetzt ist wahrscheinlich erstmal Risikoaversion angesagt an den Märkten. Alle sind all in, das hatte ich mehrfach gezeigt, ob Vermögensverwalter, ob Hedgefonds, ob große Player am Markt, die kaum Absicherungen haben. Die Absicherungsquote ist so gering wie nie und das könnte natürlich jetzt ein bisschen unangenehm werden, weil man schlichtweg nicht weiß, was da kommt. Schauen wir uns mal die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100. Wir sehen, es gibt dieses Gap nach unten heute Nacht. Dann der Versuch der Erholung chinesischer Aktienmärkte, wie gesagt, trotz eines sehr schwachen Dienstleistungseinkaufsmanager-Index im Plus. Wir sehen, dass jetzt aber in den letzten Minuten doch ein bisschen Risikoaversion reingekommen ist. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, wenn er denn kommt. Er braucht noch ein bisschen, das liegt wahrscheinlich an meiner Internetverbindung, aktuell 3224 der S&P 500, die Charts von Capital Talk. Komm, meine Damen und Herren, wir sehen das auf der anderen Seite. Der DAX schon am Freitag stärker gelitten hat, da ist es doch deutlich heruntergegangen für den deutschen Leitindex. Jetzt sind wir bei 13.085, auch hier ein Abwärtsgap. Wir sehen Bewegungen, aber vor allem beim Gold, das jetzt bei 1577 handelt. Hier sehen wir dieses Aufwärtsgap, das ist der sichere Hafen schlechthin. Dementsprechend, der sichere Hafen springt an und wir sehen eben auch, dass Öl deutlich anspringt. Also dass durchaus diese beiden Marktsegmente schon spielen, dass die ganze Geschichte hier sehr, sehr schwierig werden kann, während die Aktienmärkte bisher, wie gesagt, ja kaum verloren haben. Wir waren hier beim Öl schon beim WTI bei 64,50. Stärker steigt allerdings das Brent-Öl, also das in London gehandelte Öl, das mehr oder weniger weltweit führend ist. Also hier sehen wir deutliche Anstiege im Ölpreis, wir sehen deutliche Anstiege im Goldpreis, wir sehen noch moderate Verluste bei den Aktien, obwohl alle auf der Longseite stehen. Da bin ich mal gespannt, wie heute die Amerikaner agieren. Nach meiner Auffassung ist das eine Eskalation, die fast unvermeidlich ist. Der Iran wird jetzt nicht die Füße stillhalten und Donald Trump wird dann zurückschlagen. Wie soll dieser Teufelskreis unterbrochen werden? Das erschließt sich mir noch nicht. Wir werden sehen, was passiert. Es sind unruhige Zeiten. Das ist mal klar. Ich wünsche gleichwohl einen guten Auftakt in diese Woche. Viele in Bayern zum Beispiel haben ja noch Feiertag. Die Protestanten, die haben es da schlechter. Ich wünsche, wie gesagt, das Allerbeste. Bis dann.